Bier schmeckt gut. So, guckst du mal, was eigentlich da abgeht. So. Und habe dann damit angefangen und habe lange nicht so richtig gewusst, was ich eigentlich damit wollte, weil immer ging es um Industrie und in einer Vorlesung wird dir gesagt, wie toll Bier ist und wie gesund und so. In einer anderen Vorlesung wird dir dann genau erklärt, wie du dann das, was da gesund ist an dem Bier, wieder rauskriegst, damit es haltbar bleibt und nicht anfängt, irgendwie trüb zu werden und so. Und da wusste ich, das ist so ein Quatsch. Irgendeiner hat mir dann gesagt, ey, wenn du Brauwesen studierst, ja, mach das lieber nicht, weil du musst den Busch brennen sehen, sonst brauchst du damit gar nicht anfangen, ja. Also du musst da so richtig Herzblut dafür entwickeln, ansonsten kannst du gleich vergessen, weil das Brauwesen damals war einfach so, du hast keinen Job gekriegt. Das war im Prinzip genau das, was ich im Bauwesen hatte am Ende meines Studiums. So, mittlerweile hat sich das natürlich geändert. Und ich habe auch mein Lieblingsbier gefunden, Berliner Weiße. So, das hat einmal der Braumeister vom VÖB, der Kurt Marschall, hat das mal als erstes mir vorgestellt sozusagen. Ich kannte nur Kindelweiße, fand ich so, naja. Und der hatte das mal richtig gebraut, so richtig mit Brett und angenehm im Geschmack, nicht so sauer. Und hat das mal ausgeschenkt auf einem Fest. Und ich, wow, was für ein Bier. Das willst du haben. So, und natürlich dann mich umgeguckt und hab das nirgends gefunden. Nirgends. So, wie ich das wollte. Das war einfach nicht da. Und klar, in Amerika gibt es auch mal so hin und wieder weiße Brauer. Aber das fand ich eigentlich erstmal zu weit weg, dann viel zu teuer. Dann kriegst du das natürlich nicht so, wie du das willst. Also so viel, wie du willst. Und dann man muss es selber machen. Berliner Weiße, der mal abgewunken, so, oh, erstmal Hopfen ist jetzt so der große Shit, ja, so, weil die Leute gerade mitgekriegt hatten, oh, in Amerika, guck mal, boah, da hinten, da über einen großen Teich, ja, da, wo die kein Bier brauen können, da gibt es ja hopfiges Bier, oh mein Gott, wie das schmeckt, ist ja geil. Und deshalb haben die ja alle angefangen jetzt mit Hopfen so, sich auf Hopfen zu konzentrieren und keiner wollte Berliner Weiße. Mittlerweile hat sich das ja wieder so ein bisschen umgeschwungen. Ja. Haben die Amis das auch als ihr Bier entdeckt oder als eins der coolen Biere und brauen das jetzt auch wieder. Es wird ja mehr Berliner Weiße in USA gebraut wie hier. Ja, also leider. Aber ich habe gedacht, Mensch, Berlin musste Berliner Weiße wieder zurückgeben. Ja. Und die Leute finden das Bier gut. Die gehen eigentlich mit meiner Definition von Weiße einher. Also ich finde das klasse. So, ich habe große, große Lobe gekriegt von vielen verschiedenen Leuten. Also die Köche finden es toll. Die meisten Brauer finden es auch toll. So die so ein bisschen aufgeschlossen sind dem Ganzen gegenüber. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, das ist doch kein Bier. Gerade so Ältere, ja, so die ihr Leben lang nur ihr Bier gefahren haben und Pilz. Und also Lagerbier ist schon scheiße, ja, aber Pilz, die Krone des Bieres ist Pilz. Ja, die sagen natürlich, das Bier, kann sie saufen. Aber das ist mir eigentlich auch egal, weil an sich ist es ja auch eine Nische. So, ist mir ganz klar, dass ich da jetzt nicht 100.000 Hektoliter jetzt verkaufen könnte. So, könnte ich aber machen. Und dann verkaufe ich das halt in 10 Jahren noch. Hält sich ja. Also wird ja nicht schlecht. Ist ja schon schlecht. ja, auf ratebeer.com hat einer geschrieben, ja, das schmeckt wie schlecht gewordenes Pilz. Richtig, genau. Es ist schlecht gewordenes Pilz. Kein Brauer will das, dass es sauer wird und diese Brett und ach du Scheiße, ne? Aber naja, ist dann halt auch schlecht gewordenes Pilz, ist halt auch keine Berliner Weiße natürlich. obergierig. Untergierig schmeckt so Berliner Weiße auch nicht gut, habe ich festgestellt. Also schlecht gewordenes Pilz ist nicht ganz. Vielleicht schlecht gewordenes Weizen, so. Eine perfekte Berliner Weiße. Eigentlich als erstes sieht man den Schaum.
So, in den ganzen Vorschriften und was ich so gelesen habe über Berliner Weiße, sollte auch klar sein. Geht nicht immer. Wenn sie jung ist, ist es schwierig, das klar zu kriegen. Wenn sie steht, wird sie dann klar. So. Schmeckt es, also hat es einen typischen Milchsäuregeschmack. Milchsäure ist wichtig. Kein Essig. Essig ist auf jeden Fall Fehlgeschmack. Und dadurch wird die dann auch nicht so krasse krachsauer. Also so empfindet man das nicht so als krachsauer. Weil Milchsäure ist eher so ein bisschen angenehmer. Naja, hell sollte sie eigentlich sein. Ein bisschen Weizenaroma sollte sie schon auch haben. Natürlich Brettaroma sollte es auch auf jeden Fall haben, weil das macht es das Ganze nicht nur sauer, ja, kann man ja auch haben so, Berliner Weiße einfach nur mit Milchsäure, sondern das macht den ganzen Geschmack auch so ein bisschen dreidimensional oder mehrdimensional. Muss nicht nur drei, sondern kann ja auch mehr Dimensionen haben. Deshalb, man braucht immer so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Brett, Säure und der Saccharomyces auch. Also, und das Ganze wird unterstützt durch eine schöne Schaumentwicklung und durch viel Kohlensäure. Das macht das Ganze dann sehr frisch. Also was sind die Pläne für 2017 und was können wir alles noch von dir erwarten? Naja, erstmal muss ich mehr produzieren. Das heißt auch besser irgendwie für mich effektiver werden. Deshalb ziehe ich jetzt um. Habe da noch einiges zu tun, was jetzt ausbaumäßig angeht. Ist alles nicht so einfach. Weiß ja jeder eigentlich, wenn man sowas hygienisch irgendwie machen will, ist es eine Menge zu tun. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt so schnell wie möglich, einen Stand hinzukriegen, der, sagen wir mal, der Hygieneinspektion in Tegel erstmal genügt für den Winter. Im Sommer werde ich das alles noch ein bisschen besser ausbauen. Und ich werde mir definitiv mehr Würze kaufen. Erstmal, weil ich selber noch kein großes Sudhaus habe. Aber ich möchte gerne in verschiedene Biergärten und mehr Kneipen, so mehr Lokale. So, das hat sich eigentlich als ganz gut herausgestellt. Wir haben demnächst auch neue Pokale mit Logo. Schneeeule. Soll mehr Berliner Weiße werden. Irgendwann mal wird es hoffentlich auch günstiger. Wenn man effektiver mehr brauen kann, kann man es auch billiger verkaufen. Ja. So mit 50 Cent der Liter, die Flasche wird es wahrscheinlich nichts so schnell. Aber so, ja. So dass es sich auch lohnt für mich, wäre schon auch schön. Ne?